Guten Morgen meinerseits. So again, good morning from our end. Schön euch zu sehen, schön, dass ihr da seid. Nice to see you, nice that you're here. Und ich freue mich, dass auch ein besonderes Ehepaar hier sind heute Morgen. Wir wollen herzlich willkommen heißen Herr und Frau Lange zurück aus ihrer Flitterwoche. And we're excited to have the newlyweds here this morning, Mr. and Mrs. Lange. They're back from their honeymoon. Ich habe Michi gesprochen, ich werde nichts Peinliches machen, aber... I promised Michi not to embarrass him, but... Yeah. Ja, wir freuen uns zu sehen. Und für alle die anderen, die hier so verreist waren in den letzten paar Wochen, wir freuen uns auch, dass ihr wieder da seid aus dem Urlaub. And we're also happy to see many of you back out of your... from holidays or vacation. Und vielleicht warst du nur so im Urlaub auf Balkonia. Ja, das ist auch schön. Maybe you only were able to, or you only went to Balkonia this year for your vacation. Und, Terrassia, ja. Wer reist gerne? Ich reise gerne. Wer reist gerne anyway, hier? Anyway, who likes to travel? Ja, ja, ja. Ganz weit weg. Who likes to travel far away, to ja? Far away places? Wer ist so hier so der Planertyp? Der muss alles so, so jede einzelne Detail hast du da geplant, jede Minute von deinem Urlaub? Whom of you likes to plan all the details of your trip? Melanie, yeah, okay, yeah. Ich auch, ja. Yeah. Okay, wer ist eher so ganz spontan und du gehst einfach los? Who's more spontaneous, you just take off? Okay. Hier sind gar keine Deutsche in diesem Raum. Okay. So there aren't that many typical Germans in the room. Oder ganz viele Lügner hier unter uns, ja. Ich will heute Morgen so unser Thema ein bisschen weiter vertiefen über Glauben. Wir haben letzte Woche angefangen, über Glauben zu sprechen, zu reden. And this morning I want to continue and look a little deeper into the topic of faith. We spoke about faith last week. Und wenn ich über Glauben denke, dann denke ich immer an den Vater des Glaubens, und das ist Abraham. And when I think about faith, I immediately think of the father of faith, and that's Abraham. Und Abraham ist jemand, der auf eine ganz große Reise, eine Reise des Glaubens gegangen ist. And Abraham took a journey of faith. Und das war eine Reise, die ganz viele Jahre lang gedauert hat. And his journey took quite a few years. Ich bin im August in die USA geflogen. I went to the US in August. Und es war so ein direkter Flug von Frankfurt nach Los Angeles. Direct flight Frankfurt to Los Angeles. Und es war so geplant, so 10 bis 11 Stunden war die gesamte Flugzeit. And the flight time was about 10-11 hours. Und man musste dann so 2 Stunden früher da am Flughafen sein. And you need to be in the airport 2 hours before the flight. Und da bin ich auch so 2 Stunden vorher so aufgewachsen. And then you wake up 2 hours before you travel to the airport. Und da sind wir am Flughafen gegangen, wir sind so in dem Flugzeug eingestiegen. We got into the airplane. Und da gab es eine Panne. And there was, the plane was defect. Und wir hatten so diese Panne und da saßen wir fast 2 Stunden auf der Starterbahn, nur im Flugzeug, ohne Klimaanlage, ohne nichts zum Trinken. Es war sehr warm, sehr unangenehm. And we were stuck on board the plane for about 2 hours and there was no air conditioning, nothing to drink. It was extremely uncomfortable. Und das Lenkrad dieser vordere Rad war kaputt. And in the end it was the tire was broke. Und das haben die dann letztendlich aufgehoben und repariert. So they fixed it. Und dann haben die gesagt, leider mussten 2 Leute von unserem Bordpersonal jetzt ausgetauscht werden und wir warten auf Ersatz. And then they made an announcement and said we need to replace 2 of our stewardesses, so we're waiting for the replacement. Und da saßen wir noch eine weitere Stunde auf dem Land. And we had another hour. Und ich saß da diese 3 Stunden und habe nur gedacht, ich habe eine 11 Stunden Flug vor mir noch hin. So I'm just sitting there during these 3 hours and thinking, oh, I've got 11 hours of flight on top of this. Und dann sind wir endlich losgeflogen und dann mitten in dem Flug, ja, wir fingen an zum Taxi und ich dachte, okay, jetzt geht's endlich los. And then we finally started to taxi down the runway. Und plötzlich ist eine Flugbegleiterin den ganzen Gang runtergelaufen und hat nur geschrien, halt, halt, halt. And then suddenly a stewardess or a flight attendant ran down the aisle saying, stop, stop, stop. Ich wollte hinter ihr gehen, sag, nein, it's okay, ist alles in Ordnung. And I wanted to stop her and say, no, 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 don't say that.
Und sie meinte, da ist jemand da hinten und er bewegt sich nicht und er wird nicht mehr wach und wir denken, er hat so ein Herzinfarkt oder irgendwas gehabt. Und ich dachte, oh meine Güte. So anyway, she starts saying, there's a passenger, he's not moving. I think he may have had a heart attack or something. Und so der Kapitän ist gekommen. The captain came. Und 10 Minuten später hat er gesagt, alles ist in Ordnung, wir gehen weiter. And 10 minutes later he announced that everything was okay and we're going to take off. Ja, und so 5 Stunden später waren wir irgendwo über Kanada. 5 hours later we were flying over Canada somewhere. Und dann habe ich mitbekommen, dass irgendwelche Army hatte keine Geduld mehr. Found out that there was a passenger, an American, that wasn't, didn't have, we ran out of patience. Und er fing an zu rauchen auf der Toilette. And start smoking on the in the bathroom. Und hat gestreitet mit der Flugbegleiterin. And starts fighting with the flight attendant. Und ich dachte, nee, ich kann's nicht mehr, ich bin aufgestanden, ich bin da hinten gegangen. So I got up and I said, I've had enough, I went. Ich dachte, das ist mein Landsleute, und wenn er ein Problem hat, dann er kriegt hier so Ärger von mir, damit wir weiterfliegen können. And I said, sorry. This guy is from my country, and if he's not going to get in shape, I'm going to take care of it so we can keep going, okay? Und dann hat er so mit der Flugbegleiterin gestritten und sie hat um Hilfe gerufen und ich dachte, wir machen hier so eine Notlandung in Kanada irgendwo, mitten in nirgendwo. So these guys are fighting and I'm thinking, oh no, now we're going to do an emergency landing here somewhere in Canada. Ich will nur am Ziel kommen, ich will nur Los Angeles erreichen. And I just wanted to get to LA, get to my destination. Und dann, Gott sei Dank, haben wir keine Notlandung gemacht. And thank goodness we didn't have to do an emergency landing. Wir sind angekommen. We made it. Und da ging es weiter, 1 Stunde in Taxifahrt. And then it continued with an hour in the taxi. Diese Taxifahrer, der kam aus Armenien. And we had an Armenian taxi driver. Er sagte, ich wohne hier in Los Angeles seit über 25 Jahren. And he's telling us how he's lived in LA for 25 years. Und obwohl wir so grüne Welle hatten, der ist nur mit so, was weiß ich, 60 km/h gefahren. And he's driving 60 miles an hour. Kamen wir endlich in unserem Hotel an. Finally, we make it to our hotel. So, Schuhe ausgezogen und Amy ist auf den Balkon gegangen. Ich bin hinterher, hab die Tür zugemacht. Took our shoes off. Amy went out on the balcony. Und ich hab die Tür zugemacht. I closed the door. Und dann hab ich gemerkt, die Tür ist zugeschlossen. And then I realized the door was locked. Da standen wir im 11. So, 11. Stockwerk in einem Hotel auf dem Balkon mit nichts, keine Handy, keine Schlüssel. We're nix. Standing on the 11th floor on the balcony in a hotel locked out. Und das ist nach 24 Stunden, die wir wach waren. Ich dachte, and this happened after we hadn't slept for 24 hours. Und ich dachte, ich bin einfach fertig. And I thought I am done. Und da fingen wir an zu rufen, 11 Stockwerk runter, Hilfe! So we're crying from a balcony down from the 11th floor, help, help! Wir sind hier oben im 11. Stockwerk ausgesperrt, bitte we're Hilfe! We're locked out, we're up here on the 11th floor, help, help! Und irgendwelche Typ vom Hotel, der so, wo seid ihr, welchen Stockwerk? And then the guy starts yelling, okay, where are you, what floor are you on? Okay, ich gebe Bescheid, ich will helfen euch! We're gonna get help, hang on! 20 Minuten später 20 minutes later, stand ich immer noch auf dem Balkon. I'm still on the balcony. Und ich fing an, die Glastür anzuschlagen. Help me! Help me! I start beating on the glass door, crying, help, help! Plötzlich hat diesen Typ die Tür von unserem Hotelzimmer gleich aufgemacht. And then suddenly, the guy opens the hotel room door. And he says, oh, ihr seid auf dem Balkon, ich warte die ganze Zeit hier im Flur. And he says, oh, you're on the balcony, I've been waiting the whole time here in front of the door. Ich weiß nicht, wie es bei euch geht, aber manchmal gibt es solche Reisen, oder? I don't know about you, but you know, sometimes you just have these situations. Yeah, so wenn man so auf so einen Trip geht, dann es kann ganz viel passieren, ja? So things can go wrong when you're taking a journey. Aber wir reden heute von einer Reise des Glaubens. Man geht fort im Glauben. We're talking today about a journey of faith, going forward in faith. Und wir lesen hier in 1. Mose Kapitel 12. Genesis 12. Und wir fangen mit Vers 1 an. Starting with verse 1. Dann befahl der Herr Abram, verlass deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Wer dich verflucht,
den werde ich auch verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. And the Lord had said to Abram, leave your native country, your relatives and your father's family and go to the land that I will show you. I will make you into a great nation. I will bless you and make you famous and you will be a blessing to others. I will bless those who bless you and curse those who treat you with contempt. All the families on earth will be blessed through you. Wir finden hier in dieser ersten Abschnitt unserer Geschichte so der Haupttyp, ja, so er spielt die Hauptrolle in dieser Geschichte, das ist Abraham. And the main character in this first portion is Abram. Sag mal Abram. Everybody say Abram. Ja, der heißt später in der Bibel Abraham, zu dieser Zeit hieß er nur Abram. Here he's called, his name is Abram, and later on in the scripture his name changes to Abraham. Und Gott ist ihm erschienen und hat ihm gesagt, du sollst dein Land verlassen, dein Volk verlassen, sogar das Haus deines Vaters, so alle Verwandtschaft, und da gehst du einfach weg. And the Lord appears to Abram and he tells him, you need to leave your relatives, your family, your country, and Abraham goes. Aber das war wirklich so eine Last-Minute-Buchung, weil Abraham hatte eigentlich gar keine Idee, wohin er geht. And it really was a last-minute trip because Abraham had no idea actually where he was going. Gott hat nur gesagt, vertrau mir. God said, just trust me and go. Ja, so du sollst mich nur glauben und fortgehen. Just believe what I say and go. Und wenn du das magst, wenn du gehorsam bist, ich werde dich segnen. And when you obey, I'll bless you. Und so, vielleicht bist du verheiratet. So maybe you're married. Ja, guck mal deine Ehepartner gerade an in den Augen. And just have a look at your spouse. Ja, und stell dir vor, dein Ehepartner kommt nach Hause und sagt, ich habe ein Wort von Gott gehört. And imagine your spouse comes home and says, hey, God spoke to me. Und wir sollen jetzt alle verlassen. And we need to leave everything. Ganze leave Verwandtschaft, everyone. Sogar deine Mutter. All your relatives, we're even leaving your mother. Ja, wir gehen weg von dem Haus, wo wir groß geworden sind, von dem Land, und wir ziehen irgendwo hin in ein neues Land. We're leaving this town, we're leaving this place where we come from, we're going to a new country, a new place. Für manche von euch ist das die Wahrheit, ja? Ihr habt das schon erlebt. Some of you can relate because that's actually what you've done. Vielleicht war das dein Ehemann oder Ehefrau ist nach Hause gekommen und sagte, hey Schatz, wir ziehen nach Heidelberg. And maybe your spouse came home one day and said, hey baby, we're moving to Heidelberg. Ja, mindestens habt ihr eine Richtung gewusst, ihr wusstet wohin. At least then you knew where you were going. Abraham hatte gar keine Ahnung und er musste seine Frau Sarai überzeugen. Er hat von Gott gehört und sie sollten einfach los. But Abraham didn't even know where he was going and he actually had to convince his wife Sarah to trust him and just to come. Und es geht weiter auf Vers 4. So we continue and read in verse 4. Abraham machte sich auf den Weg, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Und Lot, das ist so sein Neffe, ging mit ihm. Abraham war 75 Jahre alt. Okay, wir machen da Pause. Mit 75 geht man normalerweise in der Rente, oder? So let's just take a break here. It says that Abraham was 75 years old when he left Haran. So that's normally the time to go into retirement. Ja, oder man sollte sich schon seit einer Weile in der Rente befinden, ja? Or you've already been retired for a while. Und als er Haran verließ, auf dem Weg nach Kanaan, nahm er seine Frau Sarai, seinen Neffen Lot, und alles, was sie besaßen, mitsamt ihrem Vieh und ihren Sklaven und Sklavinnen, die sie in Haran erworben hatten, so erreichten sie schließlich Kanaan. Sie zogen durch Kanaan und kamen zu Eiche More in der Nähe von Sichem. Damals war das Gebiet von den Kanaitern bewohnt. So 75 years old, he left Haran, he took his wife Sarah, his nephew Lot, and all his wealth, his livestock, and all the people he had taken into his household at Haran, and he headed for the land of Canaan. When they arrived in Canaan, Abram traveled through the land as far as Shechem. There he set up camp beside the oak of Moreh, and at that time the area was inhabited by the Canaanites. Die Bibel schenkt uns oder gibt uns ganz viele Details hier. And we see a lot of detail in this story. Ja, wir wissen, dass Abraham, obwohl er seine Verwandten so verlassen hatte, er ist nicht alleine gegangen. We see that he left his relatives, but he wasn't alone. Er hatte ganz viel Verantwortung. And we see that Abraham had a lot of responsibility. Seine Sklaven, seine Diener, so die ganze Angestellten, die bei ihm im Haushalt. He had people who worked for him. He had slaves and people in his household. Und er hat so seine Frau mitgenommen. He took his wife. Und irgendwie war er auch so der Erziehungsberechtigt für seinen Neffe Lot und hat ihn auch so mitgenommen.
And he had somehow custody over his nephew Lot, and so he took Lot. Und die Bibel ist ganz spezifisch hier und beschreibt sogar, welche Route er gefahren ist und wo er angekommen ist, sogar bis zu dem letzten Baum, ja, so dieser Eichenbaum, so in diese Eiche More. And we see here the specifically what he traveled, where he went through, what cities he passed, even up to the point where it says he set up camp beside a tree, the oak of Moreh. So es ist fast wie diese berühmte Reise von Bertha Benz von Mannheim bis nach Pforzheim. So it's almost like this famous journey from Bertha Benz. Ja, sie ist die B37 Runde gefahren und ist dann durch Heidelberg oder Heidelberg vorbei. Eigentlich ging sie durch Eppelheim, das habe ich neulich gelesen. She drove through Eppelheim on the B37 highway. Ja, und dann über Leimen und nach Wiesloch. And she passed through Leimen and then she ended up in Wiesloch. Und dann an diese Apotheke und da hat sie getankt. And then she went past the pharmacy and she went to the gas station. Ja, kennt ihr diese Geschichte? Does anyone know this story? Okay. Für alle, die nicht aus dieser Gegend kommen, ihr müsst das lernen, ja? Yeah? Maybe okay. If you're not from this region, you need to learn the story. Aber hier kommt Abram und seine Familie bis Eiche More, da sind die angekommen. In any case, here comes Abram with his family and they end up at the Oak of Moreh. Und was ist passiert? And what happens there? Guck mal in Vers 7. Look at verse 7. Da erschien der Herr Abram und sprach. The Lord appeared to Abram and said, ich werde dieses Land deinem Nachkommen geben. Und Abram baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Danach zog Abram ins Gebirge östlich von Bethel und schlug seine Zelte zwischen Bethel im Westen und Ai im Osten auf. Dort errichtete er einen Altar und betete den Herrn an. And Abram built an altar there, and he dedicated it to the Lord who had appeared to him. After that, Abram traveled south and set up camp in the hill country, with Bethel to the west and Ai to the east. There he built another altar and dedicated it to the Lord, and he worshipped the Lord. Und so wir haben so diese Geschichte, wo Gott zu Abraham gekommen ist und er hat ihm etwas anvertraut. So we see in the story that God appeared and he entrusted Abraham with something. Das sind so zwei Aspekte hier zum Glauben. And we can see two aspects here of faith. Gottes Ansage zu glauben, Abraham, geh. We see God's statement of faith, Abraham, go. Und wir finden auch hier Abrahams Antwort des Glaubens, er ging. And we see Abraham's response to faith, and Abraham went. Es ist eigentlich ganz einfach. Pretty simple, right? Abraham hat eine ganz einfache Aufgabe. Abraham had a pretty simple task. Ja, so nicht einfach, wie man das so über so man alles organisiert, aber die Richtung seiner Aufgabe war ganz klar und deutlich. At least maybe the organization wasn't so simple, but what he was told to do was very straightforward. Und wir sehen auch Abrahams Reaktion oder seine Antwort war auch ein Schritt des Glaubens, er ging los. And we see that Abraham's response was also clear, he went. Und so ich denke, wenn wir diese Texte angucken, was uns ganz spezifisch hier um Glauben geht, können wir so das verstehen. So I think in terms of faith, if you look at this text, we can understand that, we can see that. Wir können verstehen, dass Glauben vor allem gehorsam dem gegenüber ist, was Gott sagt. And we can say that faith is primarily obedience to what God has said. In dieser Geschichte wir sehen, Gott hat Abraham was gesagt und er war gehorsam. Das war das Beweis oder dadurch hat er seinen Glauben gezeigt. And we clearly see God told Abraham to do something and we see Abraham demonstrating his faith by obeying that what God told him to do. Wir finden hier gar nicht in dem Text etwas über Gefühle oder Emotionen. There's nothing written here about any kind of feelings or discussions or emotions. Da steht nicht, dass irgendwie Abraham überwältigt wurde mit so einem Gefühl des Glaubens. Es steht nur, er ging. Doesn't say anywhere here that Abraham was overcome by a warm fuzzy feeling and then he went. Und es war für Abraham auch egal, was andere gesagt haben. And we also see that for Abraham it didn't matter what anyone else had to say. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er ganz viel Widerstand bekommen hatte von seiner Verwandtschaft. And I can imagine that he had some resistance from relatives. Warum geht er weg von der Metropole, von dem Zentrum der damaligen Welt nach Westen? Why is he leaving this
great city and going off to the west. Aber wir erkennen hier so in dem Leben vom Abraham, but we can see here that in Abraham's life, wer Gott kennt und im Glauben lebt, antwortet solche Stimmen mit dieser Antwort: Meine Anweisungen kommen von ganz oben. We see here the response of a person who obeys and trusts in God. They reply to such statements knowing that their orders come from a higher place. Und wir erleben auch in unserem Leben für Widerstand oft, wenn wir nach Gottes Weg oder auf Gottes Weg gehen möchten. And we also experience resistance when we want to go God's way or follow God's instructions. Und es sind nicht nur von Leuten, die an Gott nicht glauben. Manchmal ist es sogar von anderen Gläubigen. And we don't just get resistance from people who aren't believers, but even other Christians can question sometimes. Manchmal kommt es von unseren Eltern. Our parents, for example. Unsere gute Freunde. Or a good friend. Und vor allem die Leute, wir denken, die verstehen mich am besten, die werden das auch so unterstützen. Or somebody that you would expect to understand and support your decision. Und die stellen die Frage, was spinnst du? Was wirst du machen? Was? Gott hat es gesagt. These people might say to you, what are you doing? What God told you to do? What? Are you crazy? Aber wenn wir gehorsam sind, dann gehen wir auf seinem Weg und da zeigen wir unser Glauben. But when we obey, we exercise and show our faith. In Hebräer 11, es steht geschrieben, durch den Glauben ging Abraham. And you can read in Hebrews 11, it says that he went out by faith and dwelt. Und ich glaube, ich bin davon überzeugt, wenn wir in unsere Glauben wachsen möchten. And I'm convinced that if we want to grow in faith, dass wenn wir gehorsam sind, dann werden wir wirklich unser Glauben trainieren und wir werden unser Glauben ausleben. Every time we obey, when we obey, we train our faith, we exercise and we live out our faith. Und dieser Glauben, was Abraham hatte, es wurde von Gott bestätigt. And God confirmed Abraham's faith. Guck mal in Vers 7, das haben wir gelesen. We read in verse 7. Da, so in Kanaan, so in diesem verheißenen Land, aus der angekommen ist. In Canaan, when they're in the promised land, once they arrived. Da erschien der Herr Abraham und sprach: Ich werde dieses Land deinem Nachkommen geben. Und Abraham baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Then, when they arrived, the Lord appeared to Abraham and said, To your offspring I will give this land. So he built there an altar to the Lord who had appeared to him. Was sehr interessant ist, ist in diesem Text wir entdecken Folgendes. And what's interesting here is the following. Gott bestätigte Abraham, dass er das Richtige tut, erst wenn er seinem Befehl gefolgt hat. Only after Abraham obeyed did God confirm his obedience. Oft denken wir unterwegs oder mitten in diesem Prozess, Gott, ich brauche noch ein Zeichen von dir. And sometimes we're on the journey and we think, God, I need a sign that I'm on the right path. Gott, hast du mir das wirklich gesagt? God, did you really tell me to do this? Gott, stimmt das wirklich, was in deinem Wort steht? God, is it really true? Is your word really the truth? Obwohl du das schon zwei oder dreimal bestätigt hast, Gott, ich brauche noch mal eine kleine Bestätigung auf dem Weg. I know you've confirmed it two or three times already, but I just needed another confirmation. Aber wir sehen hier in dieser Geschichte, Abraham hat es nicht gemacht. Er hat dieses Spiel mit Gott nicht gemacht. But Abraham didn't play that game with God. We don't see any of that here. Aber wir sehen, dass nachdem er gehorsam war und er ist angekommen in Kanaan, ist Gott ihm erschienen. We see that God appeared to him once he obeyed and went out. Und wir sehen auch, dass das wirklich ihm so ermutigt hat und sein Herz gestärkt. And we see that this was an encouragement and it strengthened Abraham's heart. Und Gott bekräftigte nicht nur sein Glauben in Abraham, sondern Abraham bekräftigte sein Vertrauen in Gott. And not only did that encourage and increase Abraham's faith, but it also increased his trust in the Lord. Und wir sehen, dass nachdem Gott ihm hier in Kanaan erschienen ist, was hat er gemacht? So what do we see here once he arrived in Canaan? What did God do? What did Abraham do? Er baute einen Altar. He built an altar. Das heißt, Gottes Gegenwart war da.
And that means that God's presence was there. Er hat es erkannt, Gott ist hier. He recognized that God's presence is here. Und diese natürliche Schlussfolgerung für ihn oder seine Reaktion war, Gott anzubeten. And the natural response to that was to worship. Und er hat hier einen Altar gebaut. And he built an altar. Und es steht in dem Text, dann sind sie weiter durch das Land ein bisschen noch weitergezogen und da hat er noch einen Altar gebaut. And if you read on, you see that he continued on his journey and went a little further and built another altar. Was interessant ist in dem Leben von Abraham, du kannst es in 1. Mose lesen. But it's interesting if you read in the book of Genesis about Abraham. Gott ist ihm nur erschienen in diesem verheißenen Land, wenn er da angekommen ist, wo er gehorsam war, ist Gott ihm erschienen und da hat er einen Altar gebaut. God appeared to Abraham, but only when he was in the promised land in Canaan. Und nur in Kanaan hat er einen Altar gebaut. And the only place that Abraham built an altar was in Canaan. Er hat keinen Altar in Ägypten gebaut. He didn't build an altar when he went to Egypt. Er hat später so ein bisschen Panik gekriegt und er hat die Sache in seine eigene Hand genommen und er ist nach Ägypten gegangen. At one point Abraham panicked and he took things into his own hands and he fled to Egypt. Aber da hat er keinen Altar gebaut. But he didn't build an altar when he went. Und wir sehen so in seinem Leben, wo Gottes Gegenwart war, hat er immer einen Altar gebaut. But we see that every place where the presence of God was with him, he built an altar. Und ich hatte so vor ein paar Jahren so folgende Zitat gelesen und es hat mich sehr sehr bewegt und ich mache viel Gedanken darüber nach. And I read something a while back and it really stuck in my mind. Und es wird über Abraham gesagt, das Sinnbild seines Lebens war das Zelt, aber das Geheimnis seines Lebens war der Altar. And someone once said that the symbol of Abraham's life was a tent, but the secret of his life was an altar. Wir sehen, dass er immer bereit war, Gott zu folgen und dahin zu gehen, wo Gott ihm ruft. Abraham was always willing and ready to go to the place that God told him to go. Und deswegen hat er in einem Zelt gelebt. And that's why he lived in a tent. Aber das Geheimnis seiner Stärke oder seiner Kraft oder von seinem Leben war, er war auch ein Anbeter Gottes und er war bereit immer Gott zu loben und zu preisen. But the secret of Abraham's life was that he was a man who worshiped God and he was always ready to worship. Er wusste, dass wenn er im Glauben lebte, and he knew, he was convinced that when he lives by faith, dann lebt er in Gemeinschaft mit Gott. Then he's in relationship with God. Und es war egal, was um ihn herum war, wenn er so gehorsam war, hat er in Gemeinschaft mit Gott. And it didn't matter what people were saying or what was going on around him, when he was obedient, he was walking with God. Und das war so ein Prozess. But this was a process. Das war etwas, was eine Weile gedauert hat. 25 Jahre lang war er in diesem Prozess. Process took some time. It was a 25-year period. Ich weiß nicht, wie lange du selber oder du persönlich bist auf deiner Reise des Glaubens, aber 25 Jahre ist eine lange Zeit. I'm not sure how long your journey of faith has taken till now, but 25 years is some time. Und Dirk hat letzte Woche gepredigt, darüber gepredigt, oft wenn wir auf dem Weg des Glaubens sind, da bekommen wir diese Zweifel, da werden wir diesen Zweifeln haben. And like Dirk taught us last week, we talked about along this journey, there's periods where we have doubt. Aber diese Zweifel sollten uns nicht ablenken oder irgendwie dazu führen, dass unser Glauben gestört wird, sondern es sollte unser Glauben stärken. And we talked about this doubt isn't something that comes that should destroy or diminish our faith, but yet it's something that pushes us even further towards God. Und ich denke, so genau hier in dem Leben von Abraham, er hatte bestimmt seine Zweifel und seine Zeiten. And I'm pretty sure Abraham had times of doubt. Wir wissen, wenn wir die Geschichte weiterlesen, wie manchmal er ein bisschen frustriert war auf Gottes Plan und Gottes Zeitplan und er hat selber Dinge in der Hand genommen. And if you read on, you see that Abraham got frustrated and impatient with God's plan and he took matters into his own hands a few times. Manchmal verstehen wir uns gar nicht, was Gott macht. Sometimes we can't understand what God is doing. Und wir sind frustriert, weil wir hatten irgendwelche Vorstellung, aber wir befinden uns in eine ganz andere Situation, als wir uns vorher vorgestellt haben. And we get frustrated because we find ourselves in a situation that doesn't meet our expectations. It wasn't what we thought it would be like. Als Amy und ich zuerst nach Deutschland gekommen sind, hatten wir nur so ein Ziel, etwas auf unserem Radar, und das war wirklich
junge Leute hier mit dem Evangelium zu erreichen, vor allem Studenten zu erreichen. And when Amy and I came to Germany, we had one goal. We wanted to get to Germany and start our mission. We wanted to reach young people and students for Christ. Und dann hatten wir ein paar Kinder bekommen. And then we had a few babies. Und wenn man so kleine Kinder zu Hause hat, and when you have small children at home, verbringt man nicht so viel Zeit an der Uni oder unter Studenten. You can't hang out all day with students or at the university. Und es gab manchmal so ein Gespräch zu Hause. And sometimes we would have a conversation in the evening. Und wir hatten uns so geeinigt in unsere Beziehung, dass Amy mehr so die Mutterzeit nimmt als ich. And we had reached an agreement that Amy was going to do the mothering. Schön play formuliert, the mother role, ja. Yeah. Das war ein Verständnis, ja. But we talked about that. Aber manchmal ging so das Gespräch zu Hause am Abend so, ja, was hast du heute gemacht? But a lot of times we would have a conversation and I would ask her, so what did you, or she'd ask me, what did you do today? Ja, da habe ich gesagt, oh, ich war so in der Mensa und hatte dieses Gespräch mit einem Studenten, habe mit diesem Person gebetet und das vorbereitet und hier gehe ich auf diese Freizeit. And I would start to tell her, today I talked about Christ with a student, I prayed with this student, I hung out in the cafeteria or prepared a missions trip. Und dann habe ich Amy gefragt, ja, was hast du gemacht? And then I said, what did you do today, honey? Ja, ich habe gefuttert und gewechselt und war auf dem Spielplatz. She said, I made sandwiches, changed diapers and I went to the playground. Ja, aber das war gar nicht meine Vorstellung von unserer Mission hier. And she probably was thinking that wasn't my expectation here from our mission to Germany. Aber sie war ein bisschen frustriert, aber da war auch so dieser Moment in ihrem Leben, wo sie Gott gesagt hat, Gott, ich bin im Herzen so ein Evangelisten und ich will Leute erreichen, aber ich verbringe mehr Zeit auf dem Spielplatz. And there was some frustration at that time and she said to God, yeah, you know, Lord, I'm an evangelist, I'm a missionary. What am I doing hanging out at the playground? Und dann hat Gott ihr Perspektiv geändert. Then God changed her perspective. Dann hat er gezeigt, dass es gab auch ganz viele andere Mütter auf diesem Spielplatz. And God showed her that there were other mothers here at the playground as well. Und viele von denen waren sehr einsam. And a lot of these women were lonely. Und die waren auf der Suche nach Beziehungen, nach Freundschaften. And they were looking to meet people and to make friends. Und da gab es dann so mit der Zeit einfach die Möglichkeiten, diese Leute kennenzulernen. Und über diese Beziehungen haben einige Muslime das Evangelium gehört. And then over time, situations came where the conversations took place and even Muslim women started to ask and hear about Jesus. Und Gott hat sie sogar gebraucht, für jemanden zu beten und die wurden geheilt. And God used Amy to pray for someone and they received healing. Und ganz oft haben wir unseren Zweifeln und wir haben unsere Vorstellungen und wir sind auf diese Reise des Glaubens und wir sind ein bisschen frustriert. And that's how it is often. We're on this journey of faith, but we have our expectations or our doubts not being met. Und aber Gott hat eine andere Perspektive. But God has a different perspective. Gott hat Abraham gesagt, du wirst der Vater einer ganzen Nation sein und ein ganzes Volk wird von dir abstammen. God said to Abraham, you're going to be the father of nations and all the descendants are going to come from you. Und jedes Jahr war er nur ein Jahr älter und da war immer noch kein einzelnes Kind. But every year he was just getting older and older and there wasn't even one baby. Wie könnte er denn der Vater sein von einem ganzen Volk? Let alone him being the father of a nation. Aber er hat Gott geglaubt. But he believed what God had said. Er hat Gott vertraut. And he trusted God. Und er hat etwas erkannt. And he recognized something. Glaube ist nicht Perfektion, sondern Projektion, das ist sehr dinglich. Ich sage das mehr so. Der Glaube hat nichts mit Perfektion zu tun, sondern mit Ausrichtung. Faith is not about perfection, faith is about direction. Und es geht um eine Richtung, in dem wir gehen. Und egal, ob wir hinfallen oder Fehler machen. It has to do with the direction you're going, whether you fall forward. Ja, und wenn wir Fehler machen. Or make mistakes. Wir gehen einfach weiter, Schritt für Schritt. We're still moving forward, step by step. Und wir wachsen. Growing. Und wir nehmen manchmal vielleicht
Ein Schritt vorwärts, zwei Schritten zurück, aber wir fangen von nur wieder an. Sometimes we take one step forward, two steps back, but then you just start again. Und das ist wirklich ein Prozess. And it really is a process. Aber Gott hat viel Gnade mit uns und viel Geduld. And God gives us his grace and God is patient with us. Und er wird deinen Glauben bestätigen. And he will confirm your faith. Er wird diese Glauben in dein Herz bestätigen. He'll confirm it in your heart. Und wir finden auch, dass da wirklich so eine Kraft, eine Macht so unseres Glaubens ist unsere Geduld. And we learn as we go on that the strength, the core of our faith is patience. Weil dieses, in diesem Glauben wachsen wir hinein unser Leben lang. Because it's a lifelong process of growing in faith. Und ich bin davon überzeugt, obwohl das ein so das ist etwas, was ein langes Prozess ist, und wir wachsen da hinein, und wir werden so eine Weile drauf sein sozusagen. But I'm convinced, although this is a long process and we really do work at it sometimes for a long time. Es gibt einen Startpunkt. There is a clear starting point. Es gab einen Punkt in Abrahams Leben, wo Gott ihm gesagt hat, du sollst gehen. There was a specific point in Abraham's life where God said, go. Und er ist gegangen. And he went. Es ist nicht, dass er ein Buch darüber geschrieben hat, Gott hat zu mir gesprochen und irgendwann werde ich los. He didn't start to write a book and, you know, say God spoke to me and then at some point I went. Oder er hat nicht gesagt, ja, lass uns jetzt einen 40 Tage Fastenzeit und Gebet ausrufen und uns Gott suchen, vielleicht möchte er uns was sagen. And when God spoke, he didn't say, well, okay, we're just going to do a 40-day fast and just be sure that that was the voice of God before we go. Gott sagte, du sollst gehen, und er ist gegangen. No, God said, go, and he went. Er war gehorsam. He was obedient. Und Gott bestätigte seinen Glauben. And God confirmed his faith. Und ich denke so, wenn wir uns Gedanken darüber machen, über Abrahams Leben, und du kannst weiter in Kapitel 12 und in diesem Buch 1. Mose lesen über sein Leben heute. And you can continue to read about Abraham's life in chapter 12, but as you think about it, er hat in Ur angefangen, so diese Stadt, das heißt Ur. We see here that he started his journey in the city of Ur. Ja, das reimt mit Ur. Guck mal auf die Uhr, es ist schon 25 nach 12. Wir sind fast fertig. Aber diese Stadt heißt Ur. The city is called Ur. Yeah. Sag das zu deinem Nachbar, Ur. So look at your neighbor and say Ur. Das war der erste Stadt, wo Gott zu Abraham gekommen ist und sagte, aus dieser Stadt, der viele Götzen, aus dieser Stadt, der, wo viel Sünde ist, du sollst von hier wegkommen. That city, the city of Ur at that time, was a city of idol worship, a city where they worshipped many gods and goddesses, and God said, you need to go, leave this city. Und er sagte auch, du sollst das Haus deines Vaters verlassen. And he said, leave your father's house. Und Abraham ist losgegangen, aber er ging nur bis Haran. And he left, but Abraham only went as far as Haran. Und er war dann noch eine Weile in Haran. And he hung out in Haran for a while. Er hat diese Stadt der Götzendienst und der Sünde verlassen, aber er war nur zum Teil gehorsam. He did leave the city of idol worship and gods, but he only went partway. Sein Vater war noch dabei. And his father was still with him. Und dann sein Vater ist gestorben. And his father passed away. Und Gott ist nochmal erschienen und hat ihm gesagt, du sollst weitergehen. And God appeared to him again and says, you need to continue. Go on. Und dann er war auf dem Weg und das hat eine Weile gedauert. And he was on this journey and it took some time. Und endlich ist er in diesem verheißenen Land angekommen, in Kanaan. And then finally he arrives in the promised land. He arrives in Canaan. Und ich möchte mit folgenden Gedanken schließen. And I want to close with the following. Und wenn wir uns Gedanken darüber machen, über diese vier Orten, so es gibt Ur, Haran, auf dem Weg und Kanaan. So when you think about these different points on the journey, we see Ur, Haran, Canaan. Und wenn wir uns darüber nachdenken, wo bin ich heute? Wo stehe ich heute in meiner Reise des Glaubens? Just ask yourself, where would I see myself on this journey of faith? Bin ich gerade in Ur?
Am I in error at the moment? Es gibt es ganz viele Dinge in meinem Leben, die in Konkurrenz sind mit Jesus Christus an der ersten Stelle. Is my life filled with different things that are competing for that first place that belongs to Jesus? Wir haben so dieses Lied vorher gesungen, Jesus at the center. When we sang a song this morning, we said Jesus at the center. Steht Jesus wirklich im Mittelpunkt meines Lebens? Is Jesus really truly the center of my life? Oder gibt es andere Dinge, die so der erste Wahl haben? Or is there something else that has that first place? Oder bin ich in Haran? Or am I in Haran? Ich weiß ein bisschen, ich weiß, das ist der richtige Weg und ich bin zum Teil gehorsam. I pretty much know what's the right direction and I've been partially obedient, pretty obedient. Und ich weiß, Gott verlangt von mir, dass ich ihm alles hingebe, dass ich nichts zurückhalte. But I know that God needs me to give him everything and that I don't hold anything back or hold on to anything. Oder vielleicht bist du auf dem Weg. Or maybe you're on that way. Und es gibt ganz viele Zweifel gerade und du denkst, hat Gott mir das wirklich gesagt? Ist das wirklich seinen Weg? You're on the journey, but you have doubts and you're questioning God. Is this really the right journey? Und ich will euch ermutigen heute. Be encouraged. Geh mal weiter. Keep going. Geh mal weiter. Keep going. Es kann manchmal eine Weile dauern. It takes sometimes a little time. Und vielleicht bist du schon angekommen, du bist in Kanaan. Maybe you're in Canaan. Und du hast dem Herrn vertraut und du lebst jetzt aus Glauben und du denkst, okay, ich habe das gemacht. You've been obedient, you trusted God and you live and walk by faith. Vielleicht ist es Zeit, ein Altar zu bauen. And maybe it's time for you to build your altar now. Und einfach Gott zu loben, zu preisen und wirklich zu warten auf die nächste Anweisungen. And to worship God and to just magnify him and wait for him to give you further instructions. Denn er weiß genau, wo du bist heute Morgen. And God knows exactly where we are this morning. Ja? Guck mal deinen Nachbarn kurz an. Look at your neighbor. Und sag mal, ich sehe dich. And say, I see you. Ich weiß, wo du bist. I know where you're at. Du bist nicht alleine. You're not alone. Und Gott sieht dich auch. God sees you as well. Er weiß genau, wo du steckst hier in diesem Moment. He knows exactly where you're at this point. Ja. Und er ist hier. And he's here. Lass uns einfach kurz mal so die Augen schließen und unsere Zeit mit einem Gebet beenden. Und Gott, wir danken dir, dass du hier bist. And Lord, we thank you for your presence. Herr, unsere Herzen, unser Geist in uns. Lord, our spirit inside in our hearts. Hat ein Verlangen nach dir. Longs for you. Yes. Und Herr, wirklich, wenn ich möchte, dass du im Mittelpunkt stehst. And Lord, I want you to be in the center of it all. Aber das möchte ich nicht jeden Tag. But there are days when I don't really want that. Wenn ich ganz ehrlich bin. If I'm honest. Weil es gibt so viele konkurrierende Dinge in dieser Welt, Herr, und die nehmen auch so einen Anspruch auf meine Aufmerksamkeit und auf meine Liebe sozusagen. There are so many things in this world and life that demand my attention and draw me away and yeah. So zuerst Jesus, wenn wir in Ur stehen heute. So Lord, if we're found this morning in Ur. Wir bitten dich um Vergebung, Herr. Then Lord, we ask you for forgiveness. Wir bitten dich um Befreiung, Herr, von diese Dinge, die uns so festgenommen haben. And Lord, we ask you to free us, to set us free from these things that have us bound up and chained. Und Herr, wir beten, dass wir losgelassen werden können, Jesus, dass wir einfach so gehen dürfen und gehen können, Herr Jesus, weil du uns freigesetzt hast. And Lord, we ask you to just give us the strength to go, to be set free, to walk, because you have set us free, Jesus. Und Herr, wenn ich mich in Haran befinde heute Morgen, vergib mir, Jesus, dass ich nur zum Teil gehorsam war. And Lord, if you would find us this morning in Haran, then forgive me, forgive us, Lord, that we have only partially obeyed. Herr, ich will nicht nur zum Teil gehorsam sein, ich möchte wirklich so ein treuer Diener sein und ich möchte dir 100% geben. Lord, we want to give you 100% and not just obey you partially. Yeah. Und Herr, wenn wir uns auf dem Weg befinden, Herr, hilf uns, unsere Zweifel zu überwinden. And Lord, as we're on this journey, help us to overcome our doubts.
und wo wir einen Altar bauen sollten. Jesus, hilf uns, dich anzubeten und deine Gegenwart wirklich wahrzunehmen, Jesus. And Lord, in those places where an altar for you should be, Lord, give us the what we need to worship you, the strength, and fill us with worship and praise. Denn Jesus, wir preisen dich und wir loben dich hier an diesem Ort heute Morgen. Jesus, we just praise you and worship you here this morning. Lass uns zusammen aufstehen. Let's stand up together. Thank you. Wir werden einfach ein Schlussgebet aussprechen und dann besteht die Gelegenheit, Gebet zu empfangen oder gesegnet zu werden hier in dem Chapel. And we're going to close with a prayer for everyone, and then we want to give you an opportunity to pray with somebody here in the chapel afterwards. So in dem Hof oder vorne im Café gibt's eine ganz tolle Möglichkeit für Gemeinschaft, einen Kaffee zusammen zu trinken. And if you just want to have some fellowship and spend some time, please do that in the courtyard or in the café in the front. Aber wenn du ein bisschen mehr Zeit verbringen möchtest in Gebet oder Gebet empfangen möchtest, das machen wir hier in dem Chapel. But when you just want to spend some time in prayer or if you want someone to pray with you, please take this opportunity and you can do that here in the chapel. So nehmen wir einfach einander an der Hand. So just take the hand of the person next to you. Not you, Kyle. You keep playing. Jesus, wir danken dir für deine Nähe. Thank you, Jesus, for your closeness. Danke, Herr, für deine Gegenwart. Your presence. Danke, Herr, dass du real bist. And that you are real. Herr, danke, dass du hier bist. And that you're here. Und Jesus, hilf uns zu glauben. Help us, Lord, to believe. Und gehorsam zu sein. And help us to obey. Damit wir unser Glauben beweisen und damit wir unser Glauben trainieren und dass wir in unserem Glauben wachsen, Herr. Lord, so that we represent you, we show through our lives that we can grow in our faith. Help us, Lord. Und Herr, wir danken dir für deine Gnade. And Lord, we thank you for your grace. Wir danken dir, dass deine Gnade jeden Tag neu ist. The grace that's new every day. Und Jesus, ich bitte dich, dass du jede einzelne hier segnest. And Lord, we ask you to bless every person here this morning. Geh mit uns, Herr, in diese neue Woche. And Lord, go with us throughout the week. Sei es an der Arbeitsstelle oder an der Schule oder an der Uni oder weiter im Urlaub. Go with us to work, to school, even on vacation. Herr, wir danken dir, dass du bei uns bist. Just be with us, Lord. We thank you. Und wir loben dich, wir preisen dich, Herr. We praise you, we worship you, Lord. Amen. Amen. Amen.